Freunde, wir haben eine kleine Serie aufgelegt, sodass man von zu Hause ein bisschen schauen kann. Und zwar werden wir 5 Themen haben. Heute haben wir das erste Thema. Und das erste Thema wird mit Angst zu tun haben. Panikattacken etc. und wie man damit umgeht, ohne dass man Medikamente nimmt, was ja heute sehr üblich ist. Mein Name ist Jod Udo Kolitscher. Ich leite seit 45 Jahren Seminare. Habe mich als Autodidakt erfahren, immer wieder, und habe also alles ausprobiert, und von der Psychologie, von der Universität bis alles, und habe aus dem dann Dinge für mich und für meine Leute rausgezogen, die wirklich funktionieren. Ja. Und in diesem kleinen Beitrag möchte ich euch zeigen, was wirklich dahinter steckt. Ja. Es ist etwas Großes, steckt immer dahinter. Denn man kann ja alles so an der Peripherie irgendwie behandeln oder machen, was keinen Sinn hat. Ja? Und auch Medikamente haben eigentlich keinen Sinn, nicht wirklich, außer es ist jemand in einer ganz tiefen Depression drinnen und dann ja, muss man ihm irgendwie rüberhelfen. Ja? Aber letztlich muss er dann bewusstseinsmäßig irgendwas machen, dass er dort nicht mehr hängen bleibt. Ja, ja, und Angst ist halt so ein Riesenthema. Angst hat jeder. Und es ist komisch, du wirst natürlich nicht mit Angst geboren, du wirst als Kind ohne Angst geboren. Und zwar hast du, du bist ein unschuldiges Kind, ein fröhliches Kind, ein neugieriges Kind, mit Rebellion, mit allem, was dazugehört, aber du hast nicht wirklich Angst. Angst ist gemacht. Angst ist gemacht von den Eltern, Angst ist gemacht später von den Religionen, von den Lehrern, von der Gesellschaft, denn das hat ja auch alles einen Sinn. Wenn Angst da ist, dann ist man manipulierbar. Dann kann man die Freiheit eines Menschen einschränken. Und wir sind heute in einer Zeit, wo das natürlich passiert, und zwar sehr, sehr vehement passiert. Da ist ein Zusammenhang. Ja? Wenn du Angst hast oder viel Angst hast, dann hast du wenig Freiheit. Wenn du weniger Angst hast, hast du mehr Freiheit. Wenn du gar keine Angst hast, hast du große Freiheit. Denn die Angst dezimiert dich. So, erst einmal, Angst ist gelernt. Angst sind Konzepte in uns drinnen. So, was machen wir denn normalerweise? Also normalerweise, wenn man ängstlich ist, wenn man Angst hat, wenn man Angst vor dem und jenem hat und natürlich Angst vor dem Tod hat, das ist ja eigentlich das, die große Angst, die jeder hat. Und die steckt eigentlich hinter jeder Angst dahinter. Es ist die Angst zu sterben, die Angst nicht gelebt zu haben, wenn der Tod kommt und. Ja, wir haben Angst vor dem Unbekannten, dass da passieren könnte, wo wir nichts Genaues wissen. Und das macht Angst. Ja, das ist auch in Ordnung so. Es ist halt so, wir werden so programmiert. Nur was ist jetzt zu tun? Üblicherweise gehen wir so vor, dass wir die Angst bekämpfen. Dass wir sagen, hey, ich habe Angst, ich muss da irgendwas machen, damit ich nicht so viel Angst habe. Das Gegenteil ist der Fall. Desto weniger du tust, desto besser. Weil durch die Angst musst du durchgehen. Das heißt, wenn Angst da ist, macht es keinen Sinn, die Angst wegzudrücken, weil dann entsteht nämlich noch eine Angst. Und noch eine Angst. Und das ist die Angst vor der Angst. Und das ist noch ein künstlicheres Produkt. Sozusagen, da ist ein Kreis, da ist noch ein Kreis rundherum. Und desto mehr Kreise, desto künstlicher ist das Ganze, desto schwieriger wird es, dass du da jemals wieder rauskommen kannst. So, es geht darum, die Angst ganz am Anfang schon zu akzeptieren und mit der Angst zu sein. Okay, dann habe ich eben Angst und es zittert in mir und ich fürchte mich, ja, da ist Angst. Und es macht keinen Sinn, ich will die Angst loswerden. Ja, denn du wirst sie nicht loswerden. Die Angst wird größer werden, desto mehr du kämpfst. Und wenn sie größer wird, wirst du dann irgendwann mal Angst vor der Angst haben. Oder Angst vor der Angst vor der Angst haben. Und das wird schwierig, das wird psychologisch schwierig, da kann man ganz, ganz, ganz schwer helfen, dass da jemand
das zu akzeptieren beginnt. Ja. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man mit der Angst ist. Das heißt, wenn sie da ist, spüren, da sein lassen, nichts machen. Nichts machen. Auch nicht sagen, ja, wann geht das endlich zu endlich? Ich akzeptiere es ja schon, aber das muss doch irgendwann mal aufhören. Die Angst hört dann auf, wenn sie aufhört. Du musst einfach in der Angst bleiben, nichts machen. Angst ist die Ursache. Ja, wenn du in der Angst bleibst, dann ist das die Ursache von Ärger. Es ist die Ursache von Aggression, immer. Ja, dahinter steckt immer die Angst. Und es ist interessant, da gibt es einen sehr schönen Zusammenhang. Ja? Wenn du Angst ist der weibliche Teil sozusagen von der Aggression. Und Aggression, kann man sagen, ist der männliche Teil von der Angst. Das heißt, der aktive Teil. Ja? Das andere ist der passive Teil. Die Angst ist eher etwas Passives. Ja? Da kommt etwas auf mich zu, was soll ich machen? Und Aggression ist der aktive Teil, ja, der losschießt, um aus der Angst rauszukommen. Nur das ist nicht sehr sinnvoll. Ja, das ist nicht sehr sinnvoll, weil du letztlich, in dem Moment, wo du eine Idee hast, aus der Angst rauszukommen, auch wenn du siehst, dass die Aggression und alles damit zusammenhängt, und dann will man es natürlich loswerden, aber du kannst es nicht loswerden. So kannst du es nicht loswerden. Lass sie da sein. Lass sie dich berühren, lass sie da sein, lass sie sich ausbreiten in dir, auch wenn da ein Zittern ist. Du zitterst vor Angst, innerlich. Nichts machen. Wir hören überall in der Psychologie, in irgendwelchen Kursen und lesen und hören und die Psychologen sagen, Angst ist ganz, ganz schlecht. Ja? Wir müssen sie loswerden. Auf der anderen Seite macht uns jeder Arzt und so weiter Angst, mehr oder minder. Weil du könntest das kriegen und du könntest sterben und furchtbar. Was ist so schlimm, wenn die Angst da ist? Dann ist eben Angst da. Und das ist ein Programm. Angst ist ein Programm, es ist gelernt. Und wir können dieses Programm, indem wir es akzeptieren, das heißt ins Bewusstsein bringen, kann dieses Programm aufhören zu wirken. Und dann brauchst du keine Medikamente. Ja, Medikamente sind, wie gesagt, nur im äußersten Notfall, bevor jemand runterspringt irgendwo. Anders macht das keinen Sinn. Überhaupt nicht. Und ich habe viel, viel mit Menschen zu tun, die Medikamente genommen haben und wo wir uns dann wirklich schwer tun, die rauszuholen wieder aus dem, weil das Medikament den runtersediert. Das heißt, das verdrängt die Angst und dann hat er keine Angst. Aber es ist halt alles so ein bisschen schwammig und das Leben ist irgendwie so okay. Angst habe ich nicht, aber es ist auch nichts Lustiges in meinem Leben mehr. Und das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. In dem Moment, wo du die Medikamente absetzt, kommt die Angst in voller Wucht wieder daher. Und da muss man stärkere Medikamente nehmen. Das ist ein Teufelskreis, würde ich total davon abraten. Ja. Das gehört zu einem Arzt, der wirklich erfahren ist und der das wirklich nur einsetzt, wenn es absolut notwendig ist, was es heutzutage meist nicht der Fall ist. Ja, weil was soll der Psychiater sich jetzt 2 Stunden lang hinsetzen mit dem Patienten? Er wird ihm ein Medikament geben und fertig und dann hat er Ruhe. Der Patient sozusagen und auch der Arzt. Es ist sehr schwierig. Ja, und deswegen möchte ich bei diesen kurzen Videos immer nur den wesentlichen Teil bringen. Und der wesentliche Teil ist, dass Angst nicht verdrängt werden darf. Sie ist ein Programm, sie ist künstlich. Und sie darf nicht weggetan werden. Die Angst hört eines Tages auf. Eines Tages ist sie weg. Und das ist immer dann der Zeitpunkt, wo man dann merkt, ja, dass der Körper und der Geist sozusagen getrennt sind. Das heißt, im Geist ist jetzt nicht die Angst und auch nicht im Körper, aber in der Brücke zwischen den beiden ist die Angst. Und wenn diese Brücke zerschnitten ist, hört die Angst auf. Und für Menschen, die jetzt spirituell unterwegs sind, die sich weiterbilden, die Kurse machen, bla 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 bla, so wie wir es viele hier haben, für diese Menschen taucht noch was anderes auf. Da taucht auf eine Angst, die aber nicht gelernt ist. Das ist eine Angst, weil sie merken, weil sie jetzt langsam loslassen, offener werden,
geschehen lassen, weil sie Programme verlieren. Und jetzt kommt dann diese Angst hoch, und zwar die Angst, das Ego zu verlieren. Ja, das Ego zu verlieren heißt, dann bin ich nicht mehr das, was ich glaube, was ich bin. Und das macht Angst. Aber auch das, wenn es zugelassen wird, wird sich verändern, und eines Tages ist die Brücke weg. Die Brücke ist zerstört und es gibt keine Verbindung mehr. Und das ist ein seligmachender Zustand, das ist ein Zustand von Energie, von Lebendigkeit. Ja, und das wünsche ich natürlich jedem. Aber wie gesagt, da musst du dich hinsetzen und nicht bestimmte Ängste bekämpfen oder das oder jenes, sondern du musst hergehen und sagen, ist egal, Angst ist Angst. Tief drinnen ist die Angst zu sterben, Angst vor dem Tod, später mal Angst, das Ego zu verlieren. Egal, lass sie da sein. Das ist mein Tipp für dich. Mach das und probier es aus. Und wir werden also jetzt weitere Themen noch haben. Es gibt ja ein bisschen einen Einblick, mal was anderes, ein bisschen tiefer geschaut, ja, als wie nur so an der Peripherie. Ja. Das wünsche ich dir, dass du damit was anfangen kannst. Und wenn du Lust hast, kannst du oder informiert werden willst, wir werden viele oder mehrere so Dinge tun jetzt. So werden wir, so schreib dich ein bei uns, ja, abonniere den Kanal oder was immer. Und dann kriegst du die Infos. Du kriegst die Infos, wann was wo ist. Ja, freue mich auf dich. Vielleicht sehen wir uns wieder. Tschüss.